George und Nico sind zurück, um in Baphomets Fluch 5, der Sündenfall, erneut einen Krimi aus Verrat, Lügen, Mord und Diebstahl zu lösen. Ein auf den ersten Blick unbedeutendes Gemälde wurde gestohlen und der Galeriebesitzer ermordet. George muss den Übeltäter finden und Nico hofft auf eine journalistische Geschichte, die ihr den Pulitzerpreis einbringen soll. Paris und London sind nur zwei der gelungenen Schauplätze. Die Rätsel sind abwechslungsreich und steigen moderat im Schwierigkeitsgrad an. Einige Zeit verbringen wir damit, Unterhaltungen zu führen, die allerdings nicht immer passend erscheinen. Und warum schreit George nur so viel? Ist es wegen dem verschwundenen Gemälde, dem Mord oder will er damit seine Liebe zu Nico ausdrücken? Wer neu im Adventure-Genre ist, der findet sich schnell zurecht und darf sich an den gelungenen Umgebungen und der Musik genauso erfreuen wie an der Geschichte. Fans der Klassiker hingegen werden vielleicht nicht ganz ihre Erwartungen erfüllt sehen.